Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 237 von Avorion. Wir sind hier in unserem Schiff, wollten das eigentlich reparieren, aber das klappt ja nicht so. Ich sehe hier oben ist gerade noch eine Nachricht. Mal gucken, was wir da noch einsammeln können. Vielleicht geht da ja noch was. Aber ich glaube nicht wirklich. Was haben wir denn da hier? Regenerierende Schildbooster und T3 Scanner Booster. Okay, und hier unten ist noch eine Ladung drin. Ach, das ist unsere Dingens. Okay, alles klar, erledigt. Müssen wir nach dem Intro nochmal weiter gucken. Da ist noch was drin, was da gemacht werden kann. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo Rohstoffe kriegen, damit wir das Schiff repariert kriegen. Das ist unsere Aufgabe für diese Runde. Da würde ich sagen, bis gleich. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf die Karte. Gehen zum Traveler, sagen hier abbauen und machen diesen Bereich, gehen auf den sicheren Modus, sofortige Lieferung und dann müssen wir mal gucken, wir brauchen das, das und das, glaube ich. Weiß gar nicht, nee, warte, das haben wir jetzt alles ausgeschlossen, das ist genau falsch rum, ne? Ich glaube, Naonit brauchten wir auch noch, ne? Lass den mal das ruhig suchen. Und wenn ich das höher stelle, werden die Prozente da auf jeden Fall auch höher. Eine halbe Stunde wird es 5%. Ich könnte aber die Größe des Ganzen natürlich noch verändern. Wo war denn die Größe zu ändern? Das war da auch irgendwo hier, ne? War das nicht mal so? Sofort liefern. 4% für den Hinterhalt. Er soll das alles suchen. Tja, weiß ich auch nicht. Da gab es da nicht eine Einstellung, wo die Größe verändert werden konnte von der Fläche da? Das ist der Kapitän, das ist ein Entdecker, na cool. Der kann das gar nicht, oder was? Warte mal, das müssen wir mal gucken hier. So, ne, Reise ist verkehrt. Wir gehen hier hin. Links auf das Gebiet, das erkundet werden soll. Linksklicke auf das Gebiet, das erkundet werden soll. Mal so. Warte mal, mach das nochmal. Okay, wenn ich da drauf klicke, passiert es gleich. Halbe Stunde, dann ist Gefahr für Hinterhalt 5%. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Ich kann hier nicht Start drücken. Ich weiß nicht so wirklich warum. Vielleicht weil das Schiff nicht heiler ist oder was? Ja. Reparieren geht natürlich auch nicht, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Wo ist denn der Albatros? Kann der denn abbauen? Kommandant bei allem Respekt, aber so kann ich nicht arbeiten. Das Schiff hat keine Bergbauausrüstung. Okay, bei dem geht es deswegen nicht. Der Traveler hatte doch aber der Bergbauausrüstung, oder? Er stand doch dabei, ne? Ach, das ist zu sehr beschädigt. Das ist unser Problem. Na, super. Okay, das ist unser Grund, warum wir nicht bauen können. Nicht abbauen können. Und abbauen können wir nicht. Das ist der Hammer, oder? Ich kann nicht reparieren, weil ich keine Rohstoffe habe. Wenn ich Rohstoffe abbauen, geht das nicht.
Das ist krass, oder? So, gibt's hier irgendwas, was das Ressourcendepot wäre das? Aber ich kann die Rohstoffe nicht so einkaufen, wie ich sie jetzt kaufen möchte, oder? Fliegt zum Ressourcendepot und wir gucken einmal, was wir da machen können, oder? Das ist es. Also Autopilot ist da irgendwie an, den wollen wir mal ausmachen dann. Fliegen wir da mal gerade hin. Also er kann nicht, ich kann alleine nur, auch cool, oder? Jetzt macht es noch Klong und wir nehmen noch dieses... diesen Asteroiden noch mit, oder? Ah, war gerade noch so vorbeigekommen. Okay. Da ist ein Dockingport. Und wir sind schon gedockt. Sehr gut. Ressourcen handeln. Warte mal, das können wir mal gerade gucken. Aber und haben sie nicht, das ist schon mal schlecht. Die müssen wir alleine abbauen. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm, weil die... Warte mal, kann man, können wir hier Rohstoffe, Erze? Wieso kann ich da nichts machen? Ich hätte doch... Hä? Zwei... Okay, aber Erze haben wir zwei. Wow. So, jetzt können wir das nehmen. Mal 2 und 2. Wow. Doch so viele. Ich dachte, wir hätten mehr abgebaut. Du benötigst 78.000 Eisen, 11 Titan, 13 Ogonit. Ogonit brauchen wir. Okay. 13 Ogonit. Und 11 Titan. Fangen wir doch da mal mit an, ne? Elf. War das jetzt 13 oder 18? Oh. Gut, ist erstmal egal. F. Nee, F war falsch. B ist richtig. Reparieren. 13 Ogonit und 11 Titan. Hä? Habe ich die nicht gerade gekauft? Ogonit habe ich gerade gekauft und 11 Titan habe ich auch gerade gekauft. Ich kann das nur als Gesamtsumme dann nutzen oder was? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Die stehen da immer noch, die 18 und die 11. Hier ist nichts, das ist schon mal klar. So, wenn ich die jetzt kaufe, sieht man, dass die da gerade oben mehr geworden sind, richtig? So, wenn ich das Titan kaufe, dann sieht man, dass das auch mehr wird, ne? Ist klar. Und wenn ich jetzt hier auf B gehe und das Reparieren sage, dann sehe ich, dass ich immer noch diese 13 und die 11, das ist ein Bug in dem ganzen Spiel, ne? Jetzt brauchen wir noch 74.000 Eisen. Aus B raus, F rein. Das ist doch kaufen, ne? Ja. Wenn ich die kaufe, ja, geht, habe ich noch genug Kohle. Die habe ich schon längst gekauft.
Jetzt gehen wir mal hier rein und schauen noch mal, was wir anders brauchen. Jetzt brauchen wir 97.000 Naonit. Die kaufen wir auch, das geht auch noch, aber jetzt wird es langsam ernst, weil ich glaube, das letzte, da reicht Geld dann nicht für, oder? Kann das sein? B. Reparieren. Du brauchst. Jetzt reichen die Credits nämlich nicht. Dann läuft's los. Ja, nützt nichts. Das heißt, wir können das so machen und dann können wir so machen und alles ist zerstört. Was alles fehlt, was da nicht mehr dazugehörte. Ne? Das Ding flog ja auch so. So ist ja nicht. So. Sieht ein bisschen doof aus, das Ding, aber was soll's, ne? Steuerung C für kopieren und Steuerung V für haben. Ist das da? Ich glaube, das ist da. Dann sieht die Steuerdüse schon mal gleich aus, ne? Und das war Xanion, okay. Da fehlt auch noch irgendwie was. Was ist das hier? Schildgenerator, okay. Der fehlt uns auf der Seite. Steuerung C, Steuerung V. Der ist dann auch da. Was ist das da? Noch ein Schildgenerator. Der ist jetzt auch da. So. Hier fehlt ganz viel irgendwie, ne? Brauchen eigentlich so panzerungsmäßig was, ne? Das ist jetzt Avorion, ne? Ja. Das Ogonit hat noch Panzerung. Und wenn ich das jetzt mal schaue, das Ogonit ist ziemlich viel da. So, das ist 500. Nö, 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 nö. Machen wir mal da eine Panzerung so hin. Das reicht vielleicht noch dafür, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ne, das ist schon niedrigste Stufe. Mal gerade gucken. So ist es in der Mitte. Reicht auch noch. Machen wir auch noch. Es ist nur noch die Fläche dazwischen, die so ein bisschen schlecht dasteht. Das ist ein schicker Antrieb aus was? Aus Trinium. Geht das zu upgraden auf... Steuerung C, Steuerung V. Das kostet uns so viel, okay. Ach so, nee, das müsste ich ja jetzt auch noch so machen. Und dann hätte ich 54.000 dafür. Okay, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Wir können hier definitiv raus. Schiff fliegt eigentlich noch ganz gut, hat allerdings relativ wenig Schutz, glaube ich.
interessant wäre jetzt dann natürlich, die Karte nochmal aufzurufen, den Traveler auszuwählen, zu sagen, bau was ab, damit wir dann noch ein bisschen mehr kriegen, ne? Mach das so, mach das so, mach das so. Sofortige Lieferung. Nanonit brauchen wir nicht, trainieren brauchen wir nicht, der Rest brauchen wir. Dann bau das mal eine halbe Stunde lang ab, oder? Und wir sehen weiter. Macht er jetzt auch. Wir sind in dieser schicken Drohne. So, jetzt gucken wir den Albatros an. Wo ist der? Da. Steigen wir mal in den Albatros und gucken, wie der da so rumfliegt. Und wir hoffen, dass die halbe Stunde da nichts passiert, kein Hinterhalt ist oder sowas, sonst haben wir wieder die A-Karte, ne? Das ist ein Handelsposten, okay. Karte, ah, es geht hier in einer anderen Richtung auf jeden Fall, die wir da nutzen wollen. Das ist das Westtor. Das Westtor ist dann da. Warte mal, da können wir das aber auch so machen, dass wir den Albatros hier schicken, ne, oder? Ne, das war falsch, das muss ich so machen. Jetzt muss ich nur das Westtor finden. Das ist da und dann muss ich sagen, flieg da mal hin, oder? Ah, so war das Durchfliegen. Einfach rechts klicken. Dann ist schon der Autopilot an, ne? Denkst du? Fliegt der auch? Aber ein Kapitän ist hier drauf, ne? Oder? Hatten wir doch, ne? Ah, eine Händlerin. Er korrigiert gerade den Flug, aber sehr, sehr langsam, okay. Die Händlerin müsste ich natürlich, ne, hier müsste ich mit der Händlerin hin, ne. Ne, machen wir nicht. Die soll jetzt erstmal dahin fliegen, dass wir weiterkommen, Sektor für Sektor und schauen, wo das ist. Die suchen immer nach Arbeitern, ne? Das ist auch schön. So, hier war jetzt Handelsposten, Tesla-Spulen, Kraftgenerator, Fahrzeugfabrik, Computerman, Beschleunigerfabrik, alles klar. So, die fliegt jetzt da zum Tor. Hoffe ich. Sieht so ein bisschen so aus, als ob es schwierig ist. Auf dieser Karte sieht es so aus, als ob die schneller ankommt. Kann aber auch täuschen, oder? Ich würde mal ein bisschen mehr Schub geben, dass es dahin geht, oder? Naja, für eine KI ist das ja auch auf der anderen Seite gar nicht schlecht, wie die da so rumfliegt, oder? Und die Asteroiden da nicht sieht, ausweicht und sowas. Ist eigentlich schon top, ne? Gut. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Schiff zerstört, lass es am Reparaturdock. Also müsste ich zum Reparaturdock immer. Ja, müsste man mal überlegen. Meiner 1. Achso, wir haben noch auf der Karte noch mehr Schiffe, allerdings nicht in diesem Bereich, sondern in diesem Bereich. Okay. Macht das Sinn, noch da was mit zu machen? Als Reiter Discover. Ja, was machen wir mit dem? Mal den Fokus da erstmal hin. Ach so, ich wollte hier gucken. Nee, hier wollte ich gucken.
Bergbauer ist das. Das heißt, Karte wieder hin. Piraten greifen den Sektor an. Okay, da ist jetzt nichts Schlimmes für uns. Volle vor 2 Stunden da arbeiten. Der Modus, der Commander bei dem Aspekt, also kann ich mir an, ich habe keine Bergbauausrüstung. Das ist ein Bergbau und er ist ein Händler. Was, Reiter des Cover ist ein Händler? Wieso komme ich denn da gerade eben auf Dingens? Machen wir Handel, ne? Unerreichbar. Gefahr für Hinterhalt. Kann ich das irgendwo ausschalten? Hier wohl nicht, ne? Essensriegel und Energiezellen kann man da machen. Ach, guck mal da. Hier kann man das Gebiet größer und kleiner machen. Das ging bei dem anderen eben nicht. Komm, lass handeln, alles ist gut. Jetzt haben wir hier noch einen Miner 1. Der ist ja jetzt wohl wenigstens zum Minern da, oder? Sicher. 5 Stunden, Hinterhalt ist 2%, sofort abliefern. Ach, mach alles. Gib alles. Die Spritquelle, da können wir nicht viel machen. Naja, das lassen wir erstmal so. Albatros ist klar. Der versucht gerade durchs Tor zu fliegen, ne? Oder wie ist das? wo ist denn das Tor? Ach da. Könntest du mal ganze Zeit Schub geben? Ich würde gern sehen, was dahinter ist. Meine Güte, dauert das lange, ey. Also Autopilot brauchst du nicht machen, höchstens willst du es auf der Karte machen wie ich gerade, dann macht der vielleicht Sinn, aber sonst macht er keinen Sinn, weil der viel zu lange braucht, ne? Jetzt wird er noch stundenlang korrigieren, bis er die Mitte des Tores trifft, oder? Also wenn du so fliegst, ne, dann hast du gleich den Rahmen kaputt. Ah, hat er jetzt noch geschafft, da einmal umzulenken. Okay, dann sind wir im nächsten Sektor und dann gucken wir uns da mal gerade um. Ah, wenigstens ist hier schon mal was los. Stahlfabriken ohne Ende, Raumjägerfabrik, das ist ja auch schon mal was. Waffenfabrik, das ist doch schon mal ganz interessant. Gut, da haben wir schon mal die Stelle gefunden, wo wir was bauen können, aber das müssen wir dann erstmal noch hinkriegen. Ich würde aber auch erst sagen, machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt ein Like, Daumen hoch und ja, wie war das weiter, ne? Ich weiß es nicht mehr. Schade drum, ne? Bin, ne? ja. Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Voll den Knoten in der Zunge, ne? Bis dann. Ciao.